Was ist das für ein Geräusch? Ist bestimmt Emma oder Hanna. Ja, schon wieder? Nein, das. Was machen die denn da? Hey! Hier versuchen Leute zu schlafen. Sag mal, könnt ihr nicht ein bisschen ruhiger sein? Ich hab jetzt noch genau 2 Stunden zu schlafen und ihr weckt mich jetzt. Hallo, könnt ihr mal damit aufhören? Mann, dann muss ich das wohl selber klären. Also, das kann doch nicht sein. Es ist mitten in der Nacht und ihr macht hier Partystimmung. Was ist denn los hier? Oh Mann, ey, immer muss man alles selber hier machen. Hä? Warum liegt denn das Telefon jetzt hier? Ich hab das doch gar nicht hier hingelegt und Mama und Papa waren auch nicht da. Hä? Das ist ja komisch. Ich bring's dann, glaube ich, gleich mal runter. Naja, egal. Wow! Warum war das so laut gerade? Das kann doch nicht Hannah oder Emma gewesen sein. Das war ziemlich laut. Wie, hat das auch keiner mitbekommen? Oder stelle ich mir das gerade nur... Vielleicht träume ich ja gerade nur. Dann wünsche ich mir jetzt Zuckerwatte. Hä? Nee, komisch. Hey, Hannah! Sag mal, bist du das die ganze Zeit hier? Mit den Geräuschen und so? Hä? Hallo, Hannah? Hannah? Nee, die ist ganz tief am Schlafen. Also die kann's nicht gewesen sein. Und so ein Spaß mitten in der Nacht würde sie sich auch nicht erlauben. Dann würde sie Ärger von Papa und Mama bekommen. Komisch. Aber vielleicht war's ja Emma. Da ist das Geräusch schon wieder, aber diesmal nicht so laut. Ich frag mal bei Emma. Bestimmt ist es Emma, ja? Bestimmt ist ihr langweilig und sie ist schon wach. Weil die ist ganz oft schon ganz früh wach. Hey, Emma! Emma, stehst du bitte auf? Hallo, Emma? Nö, die schläft auch ganz tief. Die kann es auch nicht gewesen sein. Die ist auf jeden Fall tief am Schlafen. Oh Mann, warum war es schon wieder so laut? Mal ist es laut, mal leise. Das kann doch nicht sein. Oh Mann, wer ist das nur? Ich träume bestimmt, ja. Also wünsche ich mir jetzt keine Zuckerwatte, sondern das neue Spielzeug, was ich letztens gesehen habe. Genau jetzt. Nee, auch nicht. Komisch. Vielleicht ist ja Papa auf Klo, weil wenn der nachts auf Klo ist, dann ist das manchmal ganz schön laut. Ja, das ist er bestimmt. Hey Papa, bist du auf Klo? Nö, Papa ist auch nicht auf Klo. Wo kommt das denn her, dieses Geräusch? Jetzt klopft es schon wieder. Vielleicht macht sich ja Mama was? Ja, Mama macht sich bestimmt Essen. Die macht das ganz oft nachts, damit wir ihr nichts wegessen, weil sie beschwert sich immer bei uns. Ja, sie ist bestimmt in der Küche. Hä? Also da ist jemand am Kühlschrank auf jeden Fall. Ist das Mama? Das kann doch nicht Mama sein, oder? Nein, das ist nicht Mama. Oder hat sie ihren neuen Bademantel schon wieder an, der so irrsinnig hässlich ist? Nein, das kann ja nicht sein. Oder ist das etwa ein... Das ist doch kein... Nein! Das ist ein Geist, ein Gespenst, hier bei uns. Ich muss ruhig sein. Und der frisst uns alles weg. Oh, ich hoffe, der ist nicht beim Pudding. Oh Mann. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ich muss jetzt träumen. Ich muss auf jeden Fall träumen. Also, Zuckerwatte hat nicht funktioniert, das neue Spielzeug auch nicht. Deswegen wünsche ich mir jetzt den Pudding aus dem Kühlschrank. Der muss jetzt da sein. Ach nö, auch nicht. Ach Mann. Ich sollte mich lieber hier unterm Tisch verstecken und ich sollte ein bisschen ruhig sein. Sonst hört mich der Geist noch. Und dann... Oh nein, dann erschreckt er. Oh nein. Oder soll ich jetzt Mama und Papa Bescheid geben? Und dann zieht mich der Geist. Und dann... Oh nein, das kann doch nicht sein. Wie kommt ein Geist hier bei uns ins Haus rein? Der hat doch gar keine Schlüssel. Oder hat er beim Vermieter nachgefragt? Das kann natürlich auch sein. Aber dann ist unser Vermieter auch ein Geist. Nein, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Das ist Julian Vogels Haus oder das Haus von Familie Vogel. So, und ich wohne hier. Und ein Geist, ein Gespenst darf hier nicht drinnen bleiben. So, ich schau mal nach, was der macht. Hey, du blöder Geist. Oh, der Geist ist ja gar nicht mehr da, aber der Kühlschrank ist noch auf. Oder habe ich mir das nur vorgestellt? Das kann natürlich auch sein. Mann, in letzter Zeit ist das echt komisch. Nein, ich hab mir das nicht ausgedacht oder vorgestellt oder irgendwie sowas. Mein Pudding ist weg und ich hab den nicht gegessen. Mann, oh, jetzt schaut der Fernsehen und, oh nö, der schaut sich die Ding Dongs an. Das ist die Lieblingsband von Hannah. Och nö, ich hasse die voll und der Geist, der mag die voll. Oh Mann, der darf mich nicht sehen. Warum kommt er denn jetzt mitten in der Nacht hier in dieses Haus? Das verstehe ich nicht. Warum gerade bei uns? Also ich mach doch eigentlich nichts, dass ein Geist kommen sollte oder ein Gespenst. Oder will mich da jemand... Vielleicht ist das auch Papa. Nein, das kann nicht sein. Oh Mann, ich verstecke mich mal lieber hier hinter. Wo will der denn jetzt hin? Vielleicht will er nach oben zu Emma und so. Oh nein, das muss ich verhindern. Ich muss ganz schnell nach oben. Ja, ganz schnell nach oben. Weil wenn der Emma oder Hannah erwischt oder meine Eltern, dagegen muss ich was tun. Das kann nicht, das darf nicht passieren. Aber wie kommt der denn hier ins Haus rein? Der hat doch keine Schlüssel. Oder doch? Ach Mann. Und
Hä? Nee, der ist nicht nach oben gegangen. Was macht er da auf der Terrasse? Das ist doch nicht sein Ernst, oder? Der grillt eiskalt. Ja, der grillt. Und der hat auch meinen Fußball. Das kann nicht. Mitten in der Nacht grillt der jetzt? So ein Gespenst habe ich aber noch nie gesehen. Was soll ich nur machen? Soll ich mal die Polizei anrufen? Oder gibt es denn so eine Geistpolizei oder sowas? Keine Ahnung. Ach, doch, ich rufe die Polizei an. Ja, hallo? Hallo? Ja, ich weiß, dass es spät ist. Ich bin der Julian Vogel. Nein, ich mache keinen Unsinn. Nein, natürlich mache ich keinen Unsinn. Hör doch mal zu. Und zwar, bei uns ist ein Geist. Hallo? Ja, ein Geist. Hallo? Hallo? Der hat aufgelegt. Wer hat aufgelegt? Was? Wer ist da? Bullu, 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 bullu. Hallo? Ist da noch jemand? Hallo? Hallo? Ich glaube, das war ein Albtraum oder so. Ja, das muss ein Albtraum gewesen sein. Oder war das echt? Ich weiß es nicht. Hallo? Aber ein Geist ist jetzt auch nicht da. Ein grillender Geist. Ich glaube, das habe ich nur geträumt, oder? Nein, das habe ich nicht geträumt. Das kann nicht sein. Das war alles so echt und so. Ich glaube, ich sollte mich mal hinlegen. Ja, ich sollte mich lieber hinlegen. Und dann träume ich von Zuckerwatte, neuen Spielzeugen und meinem Pudding. Ja. Oh Mann, das hat geklappt. Aber ich muss aus diesem Gespensterkostüm raus. So, schon viel besser. Viel, viel besser. Das sollte ihm eine Lehre sein. Aber das war's noch nicht. Es folgt noch einiges hier für den Julian Vogel. Der kann was erleben, der und seine Familie.